Ich habe heute für Peter Fleisch gespielt. Wir wollen aufzeigen, dass das nicht toll ist, Fleisch zu sein und gegessen zu werden. Und dass ja alles Lebewesen sind, die da getötet werden für. Ich habe eigentlich immer wieder fleischfrei gelebt, aber jetzt das erste Mal seit 3 Jahren kontinuierlich und ich bleibe auch dabei. Grundlegend die Entscheidung dafür war eigentlich immer die, dass es jetzt wirklich nicht um, ich will mich gesünder ernähren in dem Sinn und esse deswegen kein Fleisch und ziehe mir lieber viel Gemüse rein, sondern das ist schon eine Entscheidung für Lebewesen. Keiner isst seinen Hund und seine Katze, ja, aber man mag ja Tiere. Und wir empfinden was für Tiere und wir, glaube ich, sind mittlerweile auch so weit zu sagen, dass ein Tier sensibel ist und Gefühle hat. Wieso will man irgendeinem anderen Lebewesen, was hier die Erde genauso wie wir bevölkert, warum will man dem irgendwie Leid antun und warum will man das plätten? Jeder, der sich ein bisschen umgehört hat oder ein bisschen aufmerksam ist, der weiß, die Tiere laufen da nicht draußen im Wald rum, sondern die werden irgendwo eingepfercht, werden gemästet, werden gezüchtet, werden von A nach B in irgendwelchen Autos, LKWs bewegt, die eng, fies, dreckig sind, kommen in den Schlachthof, haben Stress. Es ist immer ein Thema. Es ist total blöde, aber es ist immer ein Thema, dass die Leute eher sich jeder sowas zurechtgelegt hat, um selber kein schlechtes Gewissen zu haben, das erstmal an den anderen abzugeben und zu sagen, pass mal auf, eigentlich stimmt doch was mit dir nicht oder irgendwas ist doch da oder warum oder was ist dir denn passiert oder darfst du das nicht, weil du eine Allergie hast, anstatt dass die Leute eigentlich sagen, ist doch super, prima, einer mehr, muss man sich immer erklären. Bin ich als Vegetarier geboren worden oder habe das als Kind schon praktiziert, aber habe versucht, wenig Fleisch zu essen, was nicht schwer ist und dass man vielleicht irgendwann sogar sagt, komm, muss man das eigentlich überhaupt noch tun? Geht doch auch anders. Das passiert öfters, dass die Leute dann im Gespräch dann sagen, ja, ich esse ja auch nur Biofleisch. Sterben ja trotzdem die Tiere, ne? Ja, trotzdem geschlachtet. Haben auch keinen Spaß dabei, glaube ich.